Die Führerscheinkosten in Deutschland scheinen zu explodieren. Der Lappen ist so teuer wie nie. Wird die Fahrerlaubnis immer mehr zum Luxusgut? Das ist jetzt kaum bezahlbar. Das ist natürlich nicht gerechtfertigt. Ich habe ungefähr 3.000 bis 4.000 bezahlt. Ich habe jeden Tag ein bisschen Geld gespart, damit ich das einfach mehr leisten kann. Ich finde es einfach ungerecht irgendwie auf eine Art, weil viele sich das einfach nicht leisten können. Deswegen zieht es immer mehr Fahrschüler zum Führerscheinmachen ins Ausland. Ich sehe es nicht ein, für einen Führerschein 4.000 bis 5.000 Euro zu zahlen. Warum das aber oftmals keine gute Idee ist. Wir hatten Fahrschüler gehabt, die dann hier in Deutschland den Führerschein noch mal komplett neu erwerben mussten. Wie gut sind Führerscheinschnäppchen im Ausland wirklich? Gibt es am Ende ein böses Erwachen oder sind sie doch eine preisgünstige Alternative? Wie bei Daniel aus Heilbronn in Baden-Württemberg. Der 28-Jährige ist gelernter Fliesenleger. Aktuell macht er sich selbstständig und baut sein eigenes Unternehmen auf. Um später Kundentermine wahrnehmen zu können, braucht er dringend einen Führerschein. Bei uns in Heilbronn, das ist die öffentliche Verbindung nicht so, damit du mit dem Werkzeug hinkommst und alles. Ja, da bin ich auf Führerschein angewiesen. Den hatte Daniel bislang nicht auf dem Schirm. Ein Phänomen der Gen Z. Denn laut Statistik steigt das Alter der Fahrschüler. Haben vor 10 Jahren die meisten ihren Lappen noch im Alter von unter 20 gemacht, geht die Mehrheit heute erst ab 24 Jahren in die Fahrschule. Die Kosten spielen dabei eine große Rolle. Wie bei Daniel, dem der Lappen viel zu teuer ist. Der kostet nämlich in Baden-Württemberg durchschnittlich mehr als 3.300 Euro. Ähnlich in Hessen und Sachsen. Am günstigsten fährt man in Berlin mit durchschnittlich 2.700 Euro. Am meisten bezahlt man in Bayern. 4.200 Euro sind es hier. Geld, das Daniel aktuell nicht hat. Im Internet findet er deshalb eine preisgünstige Alternative. In Tschechien, in der Kleinstadt Karlsbad, rund 50 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Diese Fahrschule hat sich auf deutsche Fahrschüler spezialisiert. Seit ein paar Wochen macht Daniel dort seine Fahrausbildung. Am Anfang hatte ich ein bisschen Sorge, weil eigentlich ist die Sprachbarriere schon groß, aber man wird immer verkleidet. Vor allem geradeaus. Langsam, langsam. Die Schilder unterscheiden sich nicht, rechts vor links gibt es genauso. Ende der Straße nach rechts. Für mich war es eine sehr gute Entscheidung, den Führerschein hier anzugehen, weil hier ist es um die Hälfte günstiger. Zwischen 1.500 und 2.000 Euro zahlt Daniel für seine Fahrausbildung in Tschechien. Durchschnittlich 30 Fahrstunden braucht er dafür. Die können in Deutschland bis zu 95 Euro pro Fahreinheit kosten. In der tschechischen Fahrschule 20 bis 30 Euro. Fahrschulinhaber ist Radek. Der 38-Jährige stellt seit 3 Jahren einen Run aus Deutschland fest. 600 Fahrschüler hat er pro Jahr. Die Hälfte davon kommt laut seinen Angaben mittlerweile aus Deutschland. Ich habe deutsche Fahrlehrer, ich habe Lernmaterial, deutsche Sprache. Die Hauptsache, warum die deutschen Kunden kommen zu uns, ist, dass die Theorie ist einfacher, der Test ist einfacher als in Deutschland. Ja, bei uns gibt es nur eine richtige Antwort, nicht so wie in Deutschland 2, 3. Dann gibt es nur 600 Fragen, nicht so wie in Deutschland 1.400. Und das ist natürlich dann schwierig zum Lernen. Doch was viele nicht wissen, der Führerscheinerwerb im Ausland ist gar nicht so einfach. Welche Voraussetzungen erfüllt werden müssen, weiß Friederike Nuri. Die 43-jährige Fachanwältin hat sich auf Verkehrsrecht spezialisiert. Wenn man seinen Führerschein in einem anderen Staat als Deutschland erwerben möchte, muss man dort seinen regulären, ordentlichen Wohnsitz haben. Das bedeutet, Sie müssen sich mindestens 185 Tage am Stück dort aufhalten. Meistens wird natürlich der Nachweis dadurch erfüllt, dass man ein Arbeitsverhältnis irgendwo hat oder dass man irgendwo gemeldet ist. Wie bei Daniel. Für den Schnäppchenführerschein muss er erstmal für ein halbes Jahr nach Tschechien ziehen. Dort mietet er sich ein möbliertes Apartment für rund 200 Euro im Monat. Ich muss mir nur die Meldebestätigung hier besorgen und den Wohnsitz nachweisen und dann bin ich Zuglasse hier. Ich verdiene mein Geld momentan, indem ich im Homeoffice bin und meinen Job online hier manage. Da kann ich ortsunabhängig sein. Aber für den Führerschein ins Ausland ziehen? Viele Anbieter verlieren darüber oft kein Wort oder stellen Fahrschüler vor vollendete Tatsachen. Deswegen boomen gerade sogenannte Auslandsführerscheinagenturen. Die sollen helfen und aufklären. Auf diesen Zug ist auch Gazi aufgesprungen. Der 30-Jährige gründet vor 3 Jahren eine Online-Kanzlei. Die soll Interessenten helfen, im Ausland eine gültige Fahrlizenz erwerben zu können.
Wir übernehmen die Anmeldung bei den Behörden, dass die Person einen ordentlichen Wohnsitz hat. Wir begleiten beim Mietvertrag. Wir übernehmen die Anmeldung beim Strom, eines Handyvertrages oder bei einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. Das bedeutet, die komplette Begleitung vom Umzug bis zum Erhalt des Führerscheins. Ein Service, der kostet, nämlich stolze 700 bis 800 Euro. Mit 12 Fahrschulen in 7 Ländern kooperiert der Chef. Bis zu 40 Anfragen hat er täglich, Tendenz steigend. Auslandsführerscheinagenturen scheinen im Trend zu liegen. Aber sind diese Modelle überhaupt legal? Wir fragen nach bei Katharina Luca, Unternehmenssprecherin des ADAC, dem größten Automobilclub Deutschlands. Sie weiß, warum man bei vielen Auslandsführerscheinagenturen Vorsicht walten lassen sollte. Wenn eine Agentur einem Fahranfänger, einer Fahranfängerin hilft, den Führerschein im Ausland zu machen, ohne dass der Fahranfänger, die Fahranfängerin den Wohnsitz im Ausland hat, dann ist es schon mal nicht seriös und dann sollte man definitiv die Finger von lassen. Das heißt, der Führerschein soll auch da gemacht werden, wo man tatsächlich wohnt. Hängt auch und vor allem damit zusammen, dass man dann gerade in der Praxis dort fahren soll, wo man am Ende auch wirklich fährt, um die Gegebenheiten, die Straßenverhältnisse und vielleicht auch die Verkehrssituation besser einzuschätzen. Fragwürdige Internetauftritte, der Hinweis auf Briefkastenfirmen, intransparente Kontaktmöglichkeiten oder Bezahlung nur durch Vorkasse können Hinweise auf unseriöse Agenturen sein. Denn immer wieder äußern sich Betroffene in den sozialen Medien, die Abzocke erleben oder am Ende durch den Auslandsführerschein Mehrkosten haben. Denn besonders vorsichtig sollte man beim Führerscheinerwerb in Drittstaaten sein, also Ländern, die nicht zur EU oder dem europäischen Wirtschaftsraum gehören. Welche Stolperfallen und versteckte Kosten lauern können, weiß Verkehrsrechtsexpertin Friederike Nuri. Eine Fahrerlaubnis aus Drittstaaten muss umgeschrieben werden in eine deutsche Fahrerlaubnis. Für die ist nochmal eine theoretische und praktische Fahrprüfung erforderlich. Die kosten in Deutschland zusammen rund 560 Euro. Hinzu kommen Umschreibegebühren in Höhe von rund 50 Euro. Doch dabei bleibt es oft nicht. Warum viele Umschreiber in Deutschland oft den kompletten Führerschein nachmachen müssen, weiß Funda Erdodu. Die 41-Jährige ist vierte Vorsitzende des Fahrlehrerverbandes und betreibt seit 10 Jahren selbst eine Fahrschule in Berlin-Spandau. Neben üblichen Fahrschülern betreut sie pro Jahr rund 50 Umschreiber, also Personen, die ihren Führerschein in Drittstaaten erwerben. Was sagt euch der Begriff Straße? Wir haben es tatsächlich so erlebt, dass sogar Umschreiber mehr Fahrstunden machen mussten als Fahranfänger, weil man halt festgestellt hat, die haben noch Defizite, weil sie halt nicht wussten, wie sie mit einem Schalter losfahren oder die Vorfahrtregeln sind nicht so ganz bekannt. Und da kommen sie hier natürlich in der Führerscheinprüfung in Deutschland nicht durch. Keine Seltenheit. Denn laut Statistik fällt mittlerweile jeder dritte Fahrschüler in Deutschland bei der ersten Fahrprüfung durch. Tendenz steigend. Warum ist das so? Mit welchen neuen Herausforderungen sind Fahrschüler von heute konfrontiert? Und an der Ampel wollen wir dann bitte links abbiegen. Der Verkehr wächst, der technische Aufwand wächst. Die Autos parken heutzutage alleine ein. Das Fahrzeug fährt von allein in den Fahrstreifen. Also wir haben so viele Kameras und Sensoren an den Fahrzeugen. Und darauf müssen wir natürlich die Fahrschüler auch schulen. Da geht es natürlich schon stark in den Geldbeutel. Laut Angaben der Fahrlehrerin brauchen Fahrschüler heute rund 3 Fahrstunden mehr als noch vor 10 Jahren. Hinzu kommen Preissteigerungen um durchschnittlich 10% pro Jahr. Wegen Inflation steigender Betriebs-, Anschaffungs- und Personalkosten. Diese Faktoren machen den Führerschein in Deutschland so teuer wie nie. Abhilfe sollen auch Fahrsimulatoren schaffen. Die werden von immer mehr Fahrschulen angeboten, um die Anzahl der teuren Fahrstunden zu reduzieren. Fahrschulinhaberin Funder steht dem aber kritisch gegenüber. Wir haben ja eigentlich nicht viel mit dem realen Straßenverkehr zu tun und bestimmte Sachen kann man auch mit dem Fahrsimulator nicht simulieren. Und wenn ich jetzt überlege, was so ein Fahrsimulator kostet, fast 18.000, 19.000 Euro, die müssen ja irgendwie bezahlt werden. Kosten, die Führerscheinpreise in Deutschland weiter steigen lassen. Daniel hat sich am Ende durch seinen Billigführerschein aus Tschechien rund 1.000 Euro gespart. Doch nicht immer muss das funktionieren. Experten empfehlen deshalb, Aufwand, Qualität und Kosten des Auslandsführerscheins gut zu prüfen.